Impressionen aus Neuhausen in diesen Tagen. Samstag, Vormittag, kaum Autos, wenig Menschen und das am lautesten Ort unseres Stadtteils, dem Mittleren Ring, nur 100 Meter von unserer Christuskirche entfernt, ist weniger Verkehr als am Heiligen Abend zu sehen und zu hören. Es sind sehr ungewöhnliche Tage, die uns aktuell beschäftigen, beängstigen, die uns die sonst so gewohnte Kontrolle in allen Bereichen nehmen. Es ist ja eigentlich in unserer Natur, die Kontrolle nicht zu verlieren und möglichst schnell wiederzugewinnen. Wir treten automatisch in den Manager-Modus in diesen Tagen, den Problemlöser-Modus von der Krise zur Lösung, zu Strategien, Taktik und dann zum Ergebnis. Projektstart, Herausforderung, Lösung, Ende, so kennen wir das. Doch wir müssen in diesen Tagen vieles lernen dass man nicht einfach einen Haken ans Projekt machen kann und fertig. Es geht bei Hoffnung und Sehnsucht, die wir in diesen Tagen viel brauchen und verspüren, aber auch um eins, um Geduld. Wie die Zeitschrift Die Zeit am Donnerstag schrieb, wie schön wäre es jetzt in diesen Tagen, die Tage runterzählen zu können, bis die Corona-Krise vorbei ist. Doch... Den Tag X, den gibt es nicht. Den gibt es zumindest jetzt noch nicht. Wir brauchen Geduld. Wir wissen nicht, was wann, wie passiert, wann die Einschränkungen aufgehoben werden und wieder alles normal wird. Wir hätten so gern einen Zeitplan für den Haken hinter dem Projekt. Ob wir Ostern oder den Pfingsturlaub planen können, ob unsere Kinder wann und wie Abitur schreiben. Ob wir bald wieder ein Konzert besuchen können, für das wir schon Tickets erworben haben. Vielleicht im Mai, im Juni, im Juli. Eigentlich wissen wir gar nichts und das fällt uns extrem schwer. Das ist aber auch nur zu menschlich. Unsere Übung heißt Geduld. Und das ist eine schwere Übung. Ihr Gegenteil, die Ungeduld, muss niemand üben. Doch wir tun in Corona-Zeiten mit täglichen Live-Tickern, die uns zwischen Hoffnung und Enttäuschung schwanken lassen, gut daran, uns immer wieder etwas in Geduld zu üben. Geduld ist übrigens auch eine der sogenannten christlichen Tugenden. Vielleicht nicht nur eine Tugend, das klingt so ein bisschen nach Zeigefinger, vielleicht aber auch eine innere Haltung. In einem Aufsatz der Internetseite Evangelischer Glaube über die Geduld, und auch über die Hoffnung, stand der interessante Satz von Geduld als eine höchst aktive Haltung. Aus dem Artikel zitiere ich, das Leiden am Unverfügbaren auszuhalten ist wohl das Wesentliche an der Geduld, und wir erkennen spätestens daran, dass Geduld nichts mit Passivität zu tun hat, sondern ganz im Gegenteil eine höchst aktive Haltung ist. Der geduldige bringt nämlich die Disziplin auf, sich durch Rückschläge nicht beirren und sich durch Enttäuschung nicht vom Weg abbringen zu lassen. Er gibt seine Hoffnung nicht preis. In diesem Sinne hoffen wir auf baldige positive Signale, aber versuchen wir, so gut es geht, auch ein bisschen geduldig zu sein. Geduldig, dass die Einschränkungen, die uns alle zu Corona-Eindämmung treffen, und auch zurecht getroffen worden sind Wirkung zeigen. Geduldig, auch wenn es länger dauern sollte, denn diese Pandemie lässt sich nicht einfach managen und in ein Zeitfenster setzen, wie ein Projekt im Arbeitsleben. Versuchen wir trotzdem natürlich mit den wichtigen Regeln, die wir alle befolgen müssen, aber auch mit Optimismus, mit Vertrauen und mit Langatmigkeit in die Zukunft zu schauen. Einen guten Tag.